Ja, hallihallo und willkommen zurück im Gruselkeller, wo wir in der letzten Folge das Trophäenzimmer gefunden haben mit den ganzen Haaren an der Wand. Ja, also das Spiel ist wirklich sehr eigenartig. Auch tatsächlich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Abartig auch von der Geschichte her. Und ja, wir haben auch das Monster als Schatten gesehen und auch seinen Schlafplatz gefunden, den wir erstmal auseinandergenommen haben, was mir persönlich auch ein bisschen leid tut. So benimmt man sich nicht in fremden Häusern, sage ich jetzt mal, ja. Aber egal. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Wir müssen nach oben. Da müssen wir hin. Vorher haben wir noch was zu tun. Und zwar einmal im Trophäenzimmer. Wir brauchen hier für den Dia-Projektor oder für den Projektor generell irgendwie so einen kleinen Kurzfilm oder ein paar Dias. Und hier haben wir auch noch eine kleine Aufgabe, die wir lösen müssen. Da fehlen aber noch ein paar Teilchen. Und das war's eigentlich. Hier haben wir noch eine Wand, die wir irgendwie einschlagen können. Ich weiß nicht, ob wir zu dem Pflock noch einen Hammer finden. Hier fehlt uns noch der Stromhebel und hier müssen wir das Seil irgendwie ans Rohr bekommen. Und ich versuche das jetzt einfach mal so. Okay. Perfekt, jetzt komme ich jederzeit zurück. Stimmt, wir können nämlich nach unten in den Kellergang. Weil hier ist nämlich irgendwo noch eine Aufgabe gewesen. Und zwar hier. Da packt man nämlich gleich mal den Schutzhelm hin, können die Schublade aufmachen und finden ein kleines Minispiel. Hier noch was, den Zirkel? Ja, ich habe mich schon gewundert, wieso wir einen Zirkel in der Tasche haben. Ach, das letzte kriegen wir gar nicht, okay. So, wir haben Bonbonpapier und wir haben ein Dia. Ein Bonbonpapier. Boah, ich will hier nicht mehr lang. Wir sind ja fast gestorben das letzte Mal. Bonbonpapier. Oh, das gibt merkwürdige Bilder. So, das müssen noch Ebita und Edwin, Edward. Grave sein, glaube ich. Grave und seine Frau, ich bezweifle, dass sie wussten, in was sich ihr Haus verwandeln würde. Da waren sie noch glücklich. Er ist ja dann gestorben. Und sie ist ja vor Kummer. Hey, das ist die seltsame Wand, die ich vorhin gesehen habe. Offensichtlich befindet sich darauf geheime Symbole, die nur mit Schwarzlicht sichtbar sind. Aha. Dafür brauchen wir das Bonbonpapier. Gut, der ist jetzt kaputt gegangen. Hier haben wir verschiedene Teile. Das heißt also, blaues Papier und Klebeband. Moment, blaues, lilanes und Klebeband. Klebeband haben wir, lilanes haben wir nicht. Dann machen wir doch mal hier diesen komischen Setzkasten. So, dann kommt. Okay, es ging. Move-Eisen, okay. Soll ja Glück bringen. Können wir, glaube ich, gut gebrauchen hier unten. Diese Haare, oder? Diese Haare, die sehen ja mal. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal überlegt, das sind hier alles längere Haare. Das heißt, das sind Frauenhaare.
In den Zeitungsberichten sind aber hauptsächlich Männer verschwunden, unter anderem auch die Filmcrew, die ja da, ne, in den Bann liegt. So, wir brauchen noch lilanes. Bonbonpapier. Ja, genau. Ach, guck mal. So ein Zufall. Will ich noch irgendwas nehmen? Nee. Dann machen wir doch hier mal den Hebel ran. Genau. Erstmal dunkel machen. Aber gut, wir wollen ja auch die Symbole sehen. Gehen wir mal zur Wand. Oh, ist das gruselig. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier doppelte suchen müssen. Ich glaube aber nicht. Draußen waren doch diese komischen Zeichen. Nee, nee. Haben wir die hier drin? Da ist er. Ich habe etwas im Schlafzimmer gesehen, aber es war verschwunden, als ich das Licht eingeschaltet habe. Achso, jetzt sind wir wieder auf der ersten. Hä? Ach, sein eigenes Tagebuch. Okay, hier können wir auf jeden Fall schon mal alles sehen. Geh noch mal in die Wäschekammer. Wir haben hier zuerst den hier wahrscheinlich. Nee, die Symbole haben wir nicht. Okay. Ich möchte mich am liebsten umgucken. Ich glaube, wir gehen erstmal das Licht wieder einschalten. Die Batterien der Taschenlampe funktionieren zum Glück noch. Da bin ich aber auch froh. Und wir müssen die Leiter... Ich hätte noch nicht mal erkannt, dass das eine Leiter ist. Ach, 6 Bretter. Na? So, 5. Okay, wir müssen hier befestigen. Wahrscheinlich nicht mit Tesafilm. Oh, was ist das denn? Das heißt, wir brauchen die Teile hier. Ich möchte mich immer noch umgucken. Nein, nicht raus. Was? Ja, eine Seite reicht, wenn man die festmacht. Okay, wir haben die Leiter. Ja, gefunden. Hart erarbeitet, meinst du wohl. So, die können wir, glaube ich, wieder abmachen.
Nee, pass mal auf, das ist das jetzt hier. Ah, genau, man kommt nach oben. So, der muss auf 3 Uhr, auf 12 Uhr und auf 6 Uhr. 3 Uhr. So. Wie, welche Möglichkeit gibt es noch? Keine Ahnung. Geh nach links, geh nach rechts. Oh mein Gott. Vorhin bin ich nach rechts gegangen. Das war falsch. Wir gehen nach links. Warte mal, jetzt müssten wir nach links. Und nochmal nach links. So, und jetzt gehen wir nach rechts. Boah, wenn ich mal wüsste, wo der Ausgang ist. Jetzt gehen wir geradeaus. Okay, wir müssen nach links. Geradeaus. Ah, verdammt, Sackgasse. Nein, ich war falsch. Sackgasse. Mist, eine Sackgasse. Dauert nicht mehr lange und das Monster findet meine Spur. Ich muss mich beeilen. Ja, es tut mir auch sehr leid. Jetzt wieder am Eingang. Nee, sind wir nicht. Kann man hier nochmal machen? Ja. Also, wir müssen ja erstmal nach links. Nee, ich glaube, links ist generell falsch. Nee, warte mal, ich versuche mal zuerst nach rechts zu gehen. Aha. Geradeaus wäre runter. Das sieht auch nicht gesund aus. Oh, wir sind doch bestimmt gleich am Ende. Ach nee. Wir müssen hier hoch. Aber er sieht schön schmutzig aus. Ich finde das echt realistisch, dass er da nicht geschniegelt mit seinem Anzug rumläuft. So, jetzt müssen wir nach links. Dann nach rechts. Dann nach links. Dann nach rechts. Ist hier der Ausgang? Doch bestimmt nicht. Wir gehen mal kurz hier lang. Oh nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee, oder?
Nee, das sieht doch nicht aus wie ein Ausgang. Ja, okay, nochmal kurz zurück. Weil ich denke, da muss ja auch irgendwo sowas wie eine Tür ersichtlich sein. Und zwar nach links. So, jetzt gehen wir geradeaus. Dann gehen wir nochmal nach rechts. Sieht auch nicht aus wie eine Tür. Ah gut, nachdem wir schon so weit gekrochen sind, versuchen wir es jetzt hier einfach noch ein bisschen. Haben wir zumindest die Karte schon mal frei. Nee, Sackgasse. Ja gut, dann nicht. Ja. Dann nicht. Oh, was? Oh mein Gott. wie, das, hä? Es war ein Ausgang, okay. Ah, verdammt. So, währenddessen spielen wir wieder Martha. Oh. Stimmt, sie hat die Klappe zugemacht in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr. Mark? Mark? Uiuiui. Ui, ui. So, Mark ist erstmal weg. Aber wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Ich finde das richtig spannend, dass man aus zwei verschiedenen Blickwinkeln spielt. I have to find out where this door connects to the rest of the house. Ja, ich muss herausfinden, wo die Tür mit dem Rest des Hauses verbunden ist. Was ist das hier? The only place I haven't looked is upstairs, through that bolted door in the hallway. There might be a study or something with original blueprints. Der einzige Ort, wo ich nicht gesucht habe, ist oben, hinter der verrammelten Tür im Flur. Vielleicht ist dort ein Büro oder ein Raum, in dem die Originalgrundrisse aufbewahrt werden. Das stimmt, da war man nämlich noch nicht oben, weil wir nicht reinkamen. Ach, wo kommen die denn auf einmal her? Was ist das? Termiten. Sind wir allein in dem Gruselhaus? Mark ist, wie wir wissen, unten beschäftigt, ein Bad zu nehmen. Aha. Und dafür sind jetzt die Termiten tatsächlich. Vermehrt euch fleißig, den Rest des Hauses könnt ihr dann auch gleich aufessen. Musikzimmer. Nicht so heruntergekommen wie der Rest des Hauses. Es ist sogar ziemlich gut erhalten. Echt jetzt? Champagneröffner. Dafür gibt es extra einen Öffner für Champagner. So, ein Werkzeug um die Abdeckung. Taschentuchornament. Okay, dann suchen wir uns hier erstmal durch. Diese Tür führt in die Bibliothek. Dort muss der Grundriss des Hauses versteckt sein. Wenigstens weiß ich jetzt, nach welchem Schlüssel ich suchen muss. Oh, Abitas Zimmer. Was haben wir denn hier oben? Und natürlich ein Klavier mal wieder. Das Haus spielt mir schon wieder einen bösen Streich. Ich hoffe, die Geräusche haben das Monster. Oh nein, das Monster, ich muss mich verstecken.
nicht verstecken. Zieh dir Klamotten an. Los, ab ins Bad. Oh nein! Ah, man muss hier mit der Maus mehr machen. Also das hätte ich ja eigentlich sagen können, dass das Monster noch nicht weg ist, aber... Holla! Man erschreckt sich ja trotzdem. Es tut mir voll leid. Wenigstens funktioniert der Abfluss noch. Kaltes Wasser kann ich im Moment nicht gebrauchen. Talkumpuder. Ja, ziemlich klar, was hier fehlt. Sieht aus wie eine Art Schrein mit Habseligkeiten von anderen Leuten. Wie grotesk. Und ein Bild. Aus diesem Grund hat die Kreatur das Foto von mir und Mark gestohlen als Trophäe für dieses abscheuliche Heiligtum. Also du weißt nicht, was abscheulich ist. Dann warst du noch nicht im Keller. Wenigstens hat mein Ezekiel noch seinen Sohn gesehen, bevor er dahin gegangen ist. Obwohl es seine letzten Tage waren, erhellte stets ein Lachen sein eingesunkenes Gesicht, wenn ich mit Joseph bei ihm war. Okay, die hatten also einen Sohn. Was soll jetzt aus Joseph werden, nur ohne Vater aufwachsen muss? Und mir geht es von Tag zu Tag schlechter, genau wie Ezekiel. Gebe ich nichts auf einen Arzt. Mein lieber Joseph wird mich umsorgen. Der Junge ist nicht dran schuld, dass ein Leben in der Welt durch draußen ihn umbringen kann. Was meint sie damit, für ein Leben in dieser Welt nicht geschaffen? Inwiefern? Die haben bestimmt irgendeine Krankheit gehabt. Vielleicht die Mondscheinkrankheit oder so. So, hier fehlt ein Auge. Und hier haben wir ja dieses Teil. Oh, wir haben schon alle. Ja, dann ist ja offensichtlich, wer sich hier hinter den Gemäuer befindet. Mutter, bist du's? Oh Gott. Mutter sieht schon ein bisschen fertig aus. Haben wir denn noch eine Feder und ein Schiff? Da ist das Schiff. Wenn der zurückkommt, der killt uns. Ach ja. Ein Rückenkratzer. Okay, wir haben einen Rückenkratzer. Sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. Das irgendwie aufmachen? Nee. Naja, dann brauchen wir erstmal wieder ein Teil wahrscheinlich. So, dann gehen wir erstmal zum Medizinschrank und setzen hier den Stern ein. Okay, wir setzen ihn dann doch nicht ein, weil es ist einfach nur eine Form. Da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas herstellen. Sie läuft da mit ihren Absatzschuhen rum. Und das aufschneiden? Und jetzt erstmal den guten Diamantring wegschmeißen. Ein Puppenknopf. Für meine Muse. Dein Ezekiel. Offensichtlich war Albita mitverantwortlich für Ezekiels vermeintliche Genialität. Ich habe gar nicht gewusst, dass der überhaupt Fähigkeiten hat. Okay, ein Knopf fehlt noch. Mörtel. Heißes Wasser. Klebstoffrezept.
Glycerin. Die meisten anderen Sachen liegen hier wahrscheinlich auch einfach nur rum. Das werden wir mal sehen. Heißes Wasser können wir auf jeden Fall gebrauchen. Oder auch nicht. Okay, jetzt kriege ich hier erstmal nicht rein. Hä? Nee. Auf dem Spiegel sind Flecken, so als ob jemand etwas mit dem Finger draufgeschrieben hat. Vielleicht erkenne ich mit ein bisschen Dampf mehr. Ja, dann mach doch mal hier an. Ach so, da fehlt ja auch der Hahn. Ah, dann geht das natürlich nicht, ist ja klar. Taschentuch? Können wir auch noch nicht nass machen. Die Puppe ist schon echt gruselig, muss ich sagen. Genau, hier kamen wir ja noch nicht ran. Kriege ich das hier mit dem Rückenkratzer? Nee. Und hier oben wollten wir uns ja nicht hinstellen. Ich glaube, da ist gerade eine Ratte lang gehuscht. Ja, lecker. Nee, auf die Karte gucke ich mal. Im Bieterszimmer ist was zu tun und im Musikzimmer. Und dann kommen wir aufs Dach, okay. Na ja, gut, ist ja eigentlich auch noch nur logisch. Wir sind ja nach oben gekommen. Haben wir denn hier irgendwie einen Knopf oder sowas? Ach, Klaviertaste, natürlich. Ja, da müssen wir erstmal Musiknoten finden. Aber wie kriegen wir das Teil auf? Ja gut, kein Knopf. Gehen wir nochmal in Evitas Zimmer. Was auch merkwürdig ist, dass die direkt daneben, neben dem Musikzimmer wohnt. Können wir den Pinsel gebrauchen? Nee. Hier brauchen wir noch ein Auge. Ah, Moment. Erstmal ein Kilo hinschmeißen. So. Okay, das ist das Muster für die Knöpfe dann wahrscheinlich. Bringt uns aber noch nicht weiter, weil ein Knopf fehlt noch. Ja. Nee, was? Können wir schon machen. Okay, so, dann wollen wir mal schauen. Tja, das Eichenblatt nach oben. Achso, dann muss der erstmal nach unten. Da rein. Sehr witzig. So, Eichenblatt. Dann haben wir die Rose. Als drittes kommt die Tulpe. Dann haben wir das Kleeblatt. Fertig. Was haben wir denn bekommen? Ein Schlosselement. Ein Schlosselement, aber für was? Hm. Ein Schlosselement. Für die Bücherei vielleicht? Nee, oder hier? Moment. Nee. Auch nicht. Wo fehlt dir denn noch ein Schloss? Vielleicht? Nee. Hm, ganz schön knifflig. Aber wir müssen tatsächlich ins Musikzimmer. Hier sind wir ja schon. Schlosselement. Da kommen wir nicht hoch. Sag mal, es muss doch irgendwo hin. Ja, und hier fehlt ja eigentlich nur ein ganz normaler Schlüssel. Und ein Buchsymbol wahrscheinlich. Und es ist ja kein Buchsymbol.
Das kann man ja mal eindeutig sagen. Und das wird hier auch nicht hingehören. Okay, dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Und das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ich finde das Spiel mega cool, muss ich echt sagen. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.